Der Ferrari F1 89, ein Rennwagen, Startnummer 27. Ich denke, ihr wisst, wer mit ihm damals gefahren ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ayrton Senna war. Michael Schumacher war es auf keinen Fall. Schreibt es doch mal in den Kommentaren, wer es weiß, wer hier richtiger Ferrari-Fan ist und das beantworten kann. So sieht das von innen aus, also ein richtig kleines Cockpit. Schaut euch mal die Reifen an. Das sind echte Slicks, die hier drauf sind. Wahnsinn. Absolut glatt. Ja, hier hinten, ja, sehr interessant zu sehen. Hier hinten ist der Motor, die Zündkerzen und so weiter. Also richtig klein, handlich sozusagen für die Rennstrecke gemacht. Ein tolles Fahrzeug. Ja, für das Rennen.